Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur ARD-Wahlsendung Landtagswahl in Niedersachsen. Um 18 Uhr schlossen die Wahllokale. Das ist eine Information, die interessierte Zuschauer sicher schon singen können. Das ist ja jedes Mal so. 12 Parteien bewarben sich um die Sitze im Niedersächsischen Landtag hier in Hannover, aus dem wir auch senden heute Abend. Wir werden den ganzen Abend versuchen, Sie auf dem Laufenden zu halten, in allen Ausgaben der Tagesschau selbstverständlich und in einer Wahlsendung zwischen 21.40 Uhr und 21.55 Uhr. Viel Spannung hat der Wahlkampf nicht gebracht und wird der Wahlausgang hier wohl auch nicht bringen. Sogar der Wahlleiter der SPD, Peter von Oertzen, hat bei Beginn des Wahlkampfes gesagt, ein Wechsel in Niedersachsen ist nicht so wahrscheinlich. Also ein ruhiger Wahlkampf ohne große Themen der Landespolitik im Vordergrund. Wir haben für den NDR vom Institut für angewandte Sozialforschung in Bad Godesberg, von Infas also, eine Untersuchung machen lassen darüber, was die Bürger zur Politik meinen und wie möglicherweise ihre Wahlentscheidung von diesen Ansichten beeinflusst wird. Das erklärt Ihnen jetzt Günter Siefahrt aus Bad Godesberg. Ja, guten Abend aus Bonn-Bad Godesberg. Auch der beste Computer kann in diesem Augenblick natürlich noch nicht sagen, wie die Wahl ausgegangen ist. Aber der Wähler weiß das eben offensichtlich sehr genau. Und diese Umfrage, die Peter Gatter eben erwähnt hat, wurde vor 3 Tagen abgeschlossen. 1350 Wahlberechtigte in Niedersachsen äußerten sich unter anderem zu der Frage, was glauben Sie, wer wird diese Wahl gewinnen und wer wird als führende Regierungspartei in den Landtag einziehen? Und hier sind die Antworten. 75% glauben, dass die CDU gewinnt. Sogar jeder zweite SPD-Anhänger ist dieser Meinung. 12% geben der SPD die besseren Chancen. Und 13% sehen beide Parteien gleich gut im Rennen. Oder sie wollen sich nicht äußern. Und die zweite brennende Frage heute Abend, werden die Liberalen und werden die Grünen die 5%-Hürde nehmen? Auch dazu die Meinung der Befragten, die repräsentativ ist für alle niedersächsischen Wähler. 11% sehen die Grünen deutlich über 5%. Jeder zweite glaubt, dass sie es gerade, also knapp schaffen. Jeder dritte meint, sie würden scheitern. Etwas anders ist das Meinungsbild, das man sich von der FDP macht. Hier ist jeder fünfte sicher, dass die Liberalen die Hürde nehmen. 59% sehen sie knapp über der 5%-Hürde und 14% glauben, dass sie es nicht schaffen. Nun, soweit die Meinung des Wählers. Wir werden sehr bald wissen, ob sie übereinstimmt mit der Wirklichkeit, denn wir hoffen uns bereits in 20 Minuten wieder melden zu können mit der ersten Trendnachricht. Soweit zunächst für Infas. Auf Wiedersehen. Und ich glaube, Ernst Albrecht und die niedersächsische CDU können dieser ersten Trendmeldung in aller Ruhe und sehr gefasst entgegensehen. Zunächst jetzt weiter mit dem Weltspiegel aus Stuttgart. We witnessed the second bombing, which was quite awful. It happened in the beginning of November. Wir erlebten einen Luftangriff, der sehr schrecklich war. Es passierte Anfang November. Der Angriff war gezielt auf unser Krankenhaus gerichtet. Und keine Koalitionsaussage vor der Wahl. Ich glaube, dass wir auch damit die Eigenständigkeit und das Selbstbewusstsein der Partei in Niedersachsen, das wir in 4 Jahren erarbeitet haben, nun auch darstellen konnten. Ja. Herr Jung, Sie haben frische Politik versprochen. Das ist ein schwieriges Wort. Da denkt man meistens eher an Sahne oder Kohl zum Beispiel. Was wollen Sie damit erreichen? Was soll frische Politik im Landtag sein? Ja, wir müssten doch feststellen, dass bei dem Zwei-Parteien-Parlament eine gewisse Erstarrung eingetreten ist und dass wir mit unseren Schwerpunktprogrammen nun neue Dinge in den Landtag bringen, die, meine ich, frische Politik bringen können. Aber vor allen Dingen meinen wir, dass durch unsere Mitwirkung auch frischer Wind in den Landtag kommt. Wir haben dazu eine Reihe von Vorschlägen gemacht und wir werden das in einer kritischen, konstruktiven Opposition tun. So viel also von der FDP aus Niedersachsen. Ja, bei solchen Ergebnissen kann natürlich Wahlkampfspannung, Wahlabendspannung eigentlich nicht aufkommen. Es ist sozusagen die Luft durch die Hochrechnungen bereits raus und eben hat Günter Siefahrt ja auch die Zahlen verglichen von ARD und ZDF. Und wenn das dann die einzige Spannung ist, die übrig bleibt, dann ist das ein bisschen schwierig. Ich glaube, die Kollegen haben inzwischen Martin Mombauer, den Landesvorsitzenden der Grünen, hier.
haben es geschafft. Sie sind im Niedersächsischen Landtag und zwar mit Sitzen, mit denen Sie nicht gerechnet haben und auch mit dem Stimmenanteil, der nach 3,9% bei der letzten Landtagswahl in Niedersachsen für Sie sicherlich auch eine Überraschung ist. Also mit 6% hatte ich gerechnet, das habe ich auch vorher überall gesagt, aber mit 6,9% nicht. Und ich bin sehr froh und glücklich darüber, dass wir so gut abgeschnitten haben. Sie haben es ganz klar gesagt, Sie wollen keine Koalition eingehen, egal mit welcher Partei auch immer. Nun hat ja die CDU die absolute Mehrheit in Niedersachsen errungen, die SPD stark verloren und die Liberalen sind drin. Glauben Sie, dass Sie eine konstruktive Opposition mit der SPD und mit der FDP machen können, ob es dann auch dort Gemeinsamkeiten gibt, die es in einem Regierungsbündnis nicht geben würde? Von unserer Seite aus werden wir versuchen, eine konstruktive Opposition zu sein. Das bedeutet aber nicht, dass wir auf jeden Fall mit den anderen Parteien zusammenarbeiten. Wir werden sehr stark deutlich machen müssen, dass das, was wir vor der Wahl versprochen haben, auch von uns eingehalten werden muss. Und davon gehen wir auch nicht ab. Die Identität der Grünen in Niedersachsen ist schwierig zu verstehen. Wie setzen Sie sich denn überhaupt zusammen und was sind Sie politisch? Also wir hatten 4 Jahre Zeit, nach der letzten Wahl ja uns zu konsolidieren. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet, einen sehr guten Apparat aufgebaut. Und unsere Identität ist unsere Zusammenarbeit gleichzeitig mit den Bürgerinitiativen. Die meisten von uns sind Mitglied von Bürgerinitiativen. Und von daher bekommen wir auch unsere Sachargumente. Das heißt, ob das die Fischer an der Nordsee sind oder die Leute in Lichow-Dannenberg, die Bauern in Lichow-Dannenberg, die mit den Bürgern da um ihre Existenz kämpfen, oder woanders, da wo etwas existiert im Lande, das nicht in Ordnung ist, haben wir auch unsere Basis, wenn man so will. Und mit denen arbeiten wir zusammen. Und die geben uns auch inhaltlich die Aussagen oder die Möglichkeiten, uns so zu verhalten, wie wir das jetzt tun. Sie kommen aus Lüchow-Dannenberg, ja. Stichwort Gorleben, Stichwort Kernenergie. Wie wollen Sie Arbeitsplätze schaffen, wenn Sie sich gegen diese Technologisierung aussprechen? Nun, also das ist ganz einfach zu sagen. Die Technologie Kernenergie ist zur Schaffung von Arbeitsplätzen überhaupt nicht nötig und die ist sogar unsinnig im Grunde genommen. Denn selbst die Esso hat jetzt eine ganz große Werbebroschüre rausgegeben. Wir haben für zig Jahre noch Öl. Aber darüber hinaus hat der Bundesbürger in der letzten Zeit bewiesen überall, dass wir Milliarden Liter Erdöl sparen können, dass der Bürger bereit ist, auch noch weiter zu sparen. Nur die Regierung muss auf den Bürger etwas stärker eingehen als bisher. Man muss da Anreize schaffen, man muss da investieren, wo der Bürger mitmachen möchte und sparen möchte und nicht da, wo Großtechnologien en masse hingesetzt werden. Herr Mombauer, noch ein Wort zu den Abgeordneten. Man hört davon, dass Sie dasselbe praktizieren wollen wie die AL in Berlin. Ja. Das heißt, ja. Die Abgeordneten, die jetzt gewählt worden sind, ja. werden nicht eine ganze Legislaturperiode im Plenum vertreten sein, sondern sie wollen Nachrücker. Ja, wir haben einen Delegiertenbeschluss, der besagt, dass nach 2 Jahren ein außerordentlicher oder ein ordentlicher Delegiertentag in Niedersachsen abgehalten wird. Und dann wird, wir haben ja beschlossen, die Rotation durchzuführen, dann wird das bei uns also bewerkstelligt. Inwieweit da jetzt irgendwann vielleicht mal Ausnahmen sein könnten, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber der Beschluss steht, da halten wir uns alle dran und wir sind alle bereit, unsere Sitze nach 2 Jahren zu räumen. Schönen Dank, das war's von den Grünen. Die SPD hat die Übernahme des Ministerpräsidentenamtes nicht einmal in ihr Wahlprogramm geschrieben, vermerkte eine konservative Zeitung süffisant. Offenbar hat die SPD recht daran getan, denn wenn die Hochrechnungen zutreffen, und daran zweifeln wir nicht, dann ist dies das schlechteste Ergebnis der SPD seit der Landtagswahl von 1959. Mit dem Verlierer spricht Bernd Träger. Alle gewinnen in diesem Wahlkampf. Die CDU, die absolute Mehrheit, die FDP ist wieder im Landtag vertreten und auch die Grünen haben die 5%-Hürde übersprungen. Und nur die SPD, Herr Ravens, verliert. Wie verkraftet der Spitzenkandidat der SPD dieses Debakel seiner Partei? Nun, wir haben einen sehr oft sehr intensiven und sehr kräftigen Wahlkampf geführt. Und ich denke, ich selber kann mir nicht vorwerfen, irgendetwas versäumt zu haben, was man hätte tun müssen. Die Sozialdemokratische Partei als größte Regierungspartei steht natürlich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten unter dem besonderen Druck, auch unter dem besonderen Druck des Protestpotenzials. Ich hätte mir gehofft und gewünscht, dass es uns gelungen wäre, den für uns negativen Trend zu brechen. Das ist uns offenkundig nicht gelungen. Von daher bin ich natürlich ein wenig enttäuscht, aber das geht ohne Resignation. Das heißt, jetzt muss man erst recht arbeiten. Wo sind die Stimmen geblieben? Insbesondere die Stimmen der Jungwähler, die ja wahrscheinlich doch auch Sympathien grundsätzlich für die Sozialdemokraten in unserem Lande haben. Wir haben ja im Augenblick noch keinerlei Wahlanalysen vorliegen. Und von daher muss man die wohl erst einmal abwarten, um zu sehen, was hat sich bewegt, wohin. Aber sicher scheint mir zu sein, dass ein Großteil der sozialdemokratischen Stimmen bei den
Alternativen geblieben sind. Damit zeigt sich, dass aus der Zersplitterung heraus eine Stärkung dieses Potenzials Sozialdemokratische Partei und der Ziele der Sozialdemokratischen Partei nicht erreichbar ist. Stichwort Zersplitterung. Franzt die SPD nicht links immer mehr aus? Gestern gab es die demokratischen Sozialisten. Hat sich diese Gruppierung um Koppig und Hansen, die ja nicht mehr in der SPD sind, aber immer noch ihr Mandat im Bundestag haben, hat sich das sehr negativ ausgewirkt? Nun, es kann sein, dass die Tatsache, dass da gestern Abend so eine spektakuläre Geschichte gelaufen ist, etwas bewirkt hat. Aber ich denke, es ist ganz gut, dass die beiden aus der Partei heraus sind, damit klar ist, es gibt in der Sozialdemokratischen Partei eine Grenze, die man nicht überschreiten kann, ohne die Sozialdemokratische Partei zu verlassen. Das muss deutlich bleiben, auch für die Zukunft. Haben vielleicht auch die Dissensen in der Bundespartei hier hineingespielt? Nun, insgesamt hat die Partei natürlich eine schwierige Diskussionsphase hinter sich erlebt. Dies wäre auch verwunderlich in einer Zeit, die Partei, in der unmittelbar die Interessen der Arbeitnehmer hineinwirken, die sehr stark verankert ist in der Arbeitnehmerschaft. Diese Partei diskutiert natürlich in einer weltweiten Wirtschaftskrise mit Intensivität und dabei auch mit Härte um neue Ziele und neue Wege, wenn man so will, im Wesentlichen, wie man solche Aufgaben lösen kann. Eine solche Diskussion mag manches Mal zu Irritationen führen. Es kommt darauf an, dass man sie so führt, dass jeder, der draußen steht, auch sieht, dass die Sozialdemokratische Partei als Sozialdemokratische Partei miteinander diskutiert und dass dann nicht fremde Truppen miteinander diskutieren. 1978 haben Sie gegen Ernst Albrecht gekämpft, 82. Was bedeutet dieser Erdrutsch im Hinblick auf 86? Wird es den Landesvorsitzenden Karl Ravensons Fraktionsvorsitzenden da noch geben? Oder aber liebäugeln Sie mit Bonn? Nein, es wird am 8. Mai den Landesparteitag geben. Ich werde mich diesem Landesparteitag stellen, ganz selbstverständlich. Wir werden dort wählen, ich werde zur Verfügung stehen und ich werde der neuen Fraktion zur Verfügung stehen. Ich sehe nicht, warum ich Niedersachsen verlassen sollte. Inzwischen ist es so, dass ich, ja, wenn Sie so wollen, sehe ich hier immerhin eine große Aufgabe, die Sozialdemokratische Partei hier an dieser Stelle weiter geschlossen halten, sie wieder nach vorne zu führen und mitzuhelfen, dass eines der Hauptprobleme, das unser Land hat, nämlich Spitzenarbeitslosigkeit in Niedersachsen, zu beseitigen. Herr Ravens, dieser Wahlkampf war arm an Sensationen. Er war eher moderat, aber am Freitag, da gab es doch einen Paukenschlag, als Sie erklärten, jede Stimme für die SPD ist eine Stimme für die Opposition in Niedersachsen. War das im Grunde genommen eine zu frühe Resignation vor dem übermächtigen Ernst Albrecht? Nein, das war es überhaupt gar nicht, sondern es hat am Mittwoch eine Fernsehdiskussion gegeben, in der die FDP sich zum Nulltarif an die CDU verkauft hat. Und dabei war deutlich, dass man eine Regierungsumbildung bei einem Koalitionsangebot ohne jeden Vorbehalt wohl nur schwerlich zustande bringen würde, wenn die FDP in den Landtag kommt. Und ich habe erklärt, wenn sich dies nicht ändert, dann ist jede Stimme für die SPD eine Stimme für eine starke Opposition, die wir dann in diesem Landtag brauchen. Das heißt, es war eine nüchterne, es war eine ehrliche Einschätzung der Situation, wie sie sich am Mittwochabend im Fernsehen ergeben hat. Und ich denke, Ehrlichkeit darf ja vor Wahlen nicht schädigend sein. Die FDP wird ja keine Regierungsverantwortung in Niedersachsen mittragen. Sie wird genauso in der Opposition sein wie die SPD und auch die Grünen. Sie haben gesagt, Gemeinsamkeiten, politische von Fall zu Fall mit den Grünen bei Regierungsverantwortung. Glauben Sie, dass in der Opposition in Niedersachsen solche Gemeinsamkeiten in der Zukunft zustande kommen können? Auch wenn Sie im Landtag gibt es in verschiedenen Gesetzgebungswerken und an verschiedenen Punkten immer wieder Gemeinsamkeiten mit dieser und mit jener Partei, selbst mit der Regierungspartei, kann es dann übereinstimmende Interessen geben, wenn es um die Landesfragen geht. Von dort her ist die Frage gezielt nur auf die Grünen oder nur auf die FDP oder nur auf die CDU ein bisschen verengt. Ich kann mir vorstellen, dass es ein paar Punkte gibt, in denen man mit Grünen und der FDP zusammen abstimmt, in Opposition zur Regierungspartei. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Abstimmungen gibt, die in diesem Landtag einstimmig sein werden. Schönen Dank, Herr Ravens. Das war's von der SPD. So, vielen Dank. Am Wahlkampf kann es nicht gelegen haben, denn nach unserer NDR-Umfrage legt nur 1% der Wähler während des Wahlkampfs seine Wahlentscheidung fest. Die anderen entscheiden sich früher, gehen also in den Wahlkampf bereits mit einer fertigen Entscheidung hinein. 40% der von uns Befragten halten die CDU für diejenige Partei, die den besseren Kandidaten hat. Das mag so sein. Ich hoffe, dass dieser bessere Kandidat, zumindest ist er ja der Gewinner, hier gleich bei uns auftaucht. Da sehen wir ihn schon im Gewühl der Fotografen. Die Verhältnisse hier bei uns im Landtag sind ein bisschen beengt.
Sie hören den Beifall im Hintergrund für den alten und den neuen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht. Ja, Beifall für den niedersächsischen Ministerpräsidenten der letzten Wahlperiode. Beifall für den niedersächsischen Ministerpräsidenten Herrn Albrecht. Gratuliere Ihnen. Herzlichen Dank, ja. Albrecht, Sie haben sich als ein hervorragender Prophet erwiesen, denn Sie haben ja vor ein paar Tagen gesagt, Sie rechneten mit einer absoluten Mehrheit. Und es ist die CDU die erste Partei, die in die Geschichte des Landes Niedersachsen eingehen wird, die mehr als 50% der Stimmen in der Geschichte dieses Landes bei einer Landtagswahl zumindest zustande bekommen hat. Herr Ministerpräsident, wie weit ist das eigene Leistung? Inwieweit würden Sie zugestehen, dass Ihnen möglicherweise die Opposition dieses Ergebnis auch auf einem silbernen Tablett serviert hat? Denn das meine ich nicht so sehr auf der niedersächsischen Ebene, auf Bundesebene ist es ja in letzter Zeit bei der SPD etwas turbulent zugegangen. Es ist sicher richtig, dass die SPD der große Verlierer dieser Wahl ist. Und das ist, wie ich meine, der Tatsache zuzuschreiben, dass die SPD im Lande keine Alternative zu bieten hatte. Aber vor allem auch der Tatsache, dass die SPD in Bonn regierungsunfähig geworden ist und das spüren die Bürger. Aber auf der anderen Seite, und das darf man ja sagen, ist dies ein überwältigender Vertrauensbeweis für die Christlich-Demokratische Union. Es ist das beste Wahlergebnis unserer Geschichte. Es ist ein Wahlergebnis, das einen mit Dankbarkeit erfüllt, aber auch eine große Verantwortung auf unsere Schultern legt. Und wenn ich das doch sagen darf, ich pflege mich sonst nicht zu bedanken, wie das so der Ritus ist, aber in diesem Falle, glaube ich, muss ich unseren Wählern danken. Und ich muss vor allem unseren 110.000 Mitgliedern danken, die einen gewaltigen Einsatz geleistet haben, in Wahrheit ja Jahrzehnte für ein solches Ergebnis gekämpft haben. Und stellvertretend für alle möchte ich Wilfried Hasselmann nennen. Und wenn Sie mir diese Sekunde noch lassen, wir sind enorm unterstützt worden von unserer Bundespartei und dort möchte ich stellvertretend für alle Helmut Kohl und Franz Josef Strauß nennen. Darf ich Sie zu zwei Anmerkungen zu den anderen bitten, die die Wahl gewonnen haben, wenn man so will. Die FDP ist wieder dabei, die Grünen sind dabei. Die Koalitionsfrage, was die FDP angeht, stellt sich in diesem Augenblick für Sie nicht mehr. Nein, die FDP hat klar Position bezogen, dass sie nicht mit uns koalieren will, wenn wir die absolute Mehrheit haben. Die Bürger haben sich dafür entschieden, klare Verhältnisse zu schaffen. Und ich glaube, in einem Augenblick, wo es sicherlich nicht leichter werden wird im Landtag, ist es gut, dass eine handlungsfähige Regierung von einer Partei gestützt wird, die die absolute Mehrheit hat. Und was die Grünen angeht, würden Sie sagen, im Parlament wird es in Zukunft etwas lebendiger zugehen, oder? Das glaube ich schon. Und dies ist ja ein Zeichen unserer Demokratie. Es zeigt, dass auch Parteien, die bisher nicht im Landtag waren, die Chance haben, in den Landtag einzuziehen. Ich glaube, dass die Wähler alles in allem weise entschieden haben. Diese Wahl hat natürlich Wirkungen über Niedersachsen hinaus. Ich denke zunächst an den Bundesrat. Nunmehr steht Ihr Votum fest, was das Beschäftigungsprogramm angeht, wenn es nicht schon vorher festgestanden hat. Das heißt also unter gar keinen Umständen eine Mehrwertsteuererhöhung. Selbst auf die Gefahr hin, dass die Bundesregierung ihr Beschäftigungsprogramm zurückziehen sollte? Wir haben hier klar Position bezogen im Wahlkampf. Und wir gehören nicht zu denen, die nach dem Wahlkampf was anderes tun, als sie vor der Wahl gesagt haben. Das heißt, wir werden uns positiv einlassen zu den Maßnahmen der Investitionszulage, den wohnungsbaupolitischen Maßnahmen, die einen gewissen Effekt erzielen können, auch wenn er gering ist. Aber wir sind weiterhin gegen die Mehrwertsteuererhöhung, weil sie arbeitsplatzfeindlich ist und unsozial. Sie haben mehrfach klargemacht, dass Sie sich in der Öffentlichkeit ungerne zu der Frage äußern. Trotzdem stelle ich sie Ihnen. Ich meine, mit einem solchen Mandat im Rücken, dem Mandat des heutigen Tages, stehen Sie möglicherweise jedenfalls auf Bundesebene ganz anders da, wenn es darum geht, den Kandidaten für den Bundeskanzler bei der Christlichen Union zu küren. Und zunächst einmal ist dies ein Erfolg der Union in Deutschland insgesamt. Und ich glaube, das darf man sagen. Und da ist eine fortwirkende Bedeutung zu sehen. Wir haben in Niedersachsen bei Bundestagswahlen immer, was die CDU angeht, unter dem Bundesdurchschnitt gelegen. Und wenn wir in Niedersachsen die absolute Mehrheit und so eindeutig die absolute Mehrheit erzielen können, dann können wir es als Union allemal in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt. Im Übrigen stellen sich Personalfragen jetzt überhaupt nicht.
Die Partei wird zu gegebener Zeit darüber entscheiden, das bestimmt nicht heute. Gut, dann lassen Sie es mir sozusagen oder überlassen Sie es mir zu sagen, dass Ernst Albrecht natürlich sehr viel bessere Chancen nach diesem Wahlergebnis sicherlich hat. Mich würde noch eine Frage interessieren. Man hat die Schleswig-Holstein-Wahl bereits, die Kommunalwahl, als eine Art Trendwahl und Trendwende gesehen. Würden Sie das für Niedersachsen nun in einer Art von Fortschreibung desgleichen sehen? Und dann würde ich allerdings auch noch die skeptische Frage anfügen mögen, ist das Jahr 1982 nicht vielleicht noch ein bisschen jung und kann sich nicht, also in der zweiten Jahreshälfte oder den restlichen Dreiviertel, noch eine Menge tun? Es kann sich immer eine Menge tun in der Politik. Wir haben ja in der Vergangenheit mehrere Beispiele davon erlebt. Aber ich glaube diesmal nicht. Ich glaube, dass der Trend anhält und ich will Ihnen auch sagen, warum. Der tiefere Grund für dieses Wahlergebnis, soweit es die SPD angeht, ist tatsächlich das, was ich die Regierungsunfähigkeit nannte. In den wichtigsten Lebensfragen, nämlich wie man Frieden und Freiheit sichert und wie man die Wirtschaft steuert, ist die SPD tief gespalten. Und ich sehe nicht, wie sie aus dieser Spaltung herauskommt. Und deshalb spüren die Bürger, dass sie regierungsunfähig ist. Ich glaube, das wird auch über den Rest des Jahres 1982 noch deutlich werden. Und lassen Sie mich das hinzufügen, in einer solchen Krisensituation suchen die Bürger zu Recht nach einer politischen Kraft, die einig ist, die stark ist. Und das ist die Union. Wie wird, eine persönliche Frage zum Abschluss, der alte, neue Ministerpräsident diesen Sieg heute Abend feiern? Ich werde jetzt einen Augenblick zu Ihrer Verfügung sein, aber dann gehe ich in meinen Wahlkreis, denn ich muss mich bei denen bedanken, die Tag und Nacht auf der Straße bei nicht sehr gutem Wetter gestanden haben und für dieses Ergebnis gekämpft haben. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident Albrecht. Danke Ihnen. Schön. Aber das Erste, was Ministerpräsident Albrecht jetzt tun kann, ist, sich eine neue Hochrechnung anzusehen, denn wir haben neue Zahlen aus Infas. Ja, wir haben inzwischen 150 Wahlbezirke ausgewählt. Das sind diejenigen, die Infas als repräsentativ ausgewählt hat. Und hier ist nun dieses letzte Ergebnis eine Hochrechnung, die dem Endergebnis sehr, sehr nahe kommen dürfte. 50,8 für die CDU demnach. Für die SPD 36,5, für die FDP 6,3, für die Grünen nicht ganz so viel, 6,1 und die anderen Parteien sind weiter erheblich abgesunken. Es waren ja insgesamt 7 weitere politische Gruppen in Niedersachsen. Das nächste Bild zeigt uns wiederum die Gewinn- und Verlustbilanz, ausgedrückt in Prozentpunkten. Die CDU gewinnt 2,1 Prozentpunkte, die SPD verliert fast 6 Prozentpunkte, die FDP ein Plus von 2,1, die Grünen 2,2 plus und Verluste, wie eben vermerkt, bei den anderen Parteien. Und nun noch einmal für diejenigen, die sich vielleicht erst eben eingeschaltet haben in dieses Programm, die Verteilung der Mandate im zukünftigen Landtag, der jetzige, wird ja noch bis zum Juni residieren, hier 155 Mandate insgesamt, dabei absolute Mehrheit für die CDU, die absolute Mehrheit wäre mit 78 erreicht, etwas weniger Mandate, weil wir ein Vier-Parteien-Parlament haben in Hannover, die SPD verliert 15 Mandate gegenüber 1978, die FDP nunmehr mit 10 Abgeordneten im Landtag und die Grünen mit 9. Eben bemerkte der Oppositionsführer Karl Ravens, dass im Augenblick noch keine Analysen vorliegen. Wir können trotzdem auch jetzt versuchen, aufgrund dieser Hochrechnungen einige Anhaltspunkte zu geben. Zunächst einmal ist es interessant zu beobachten, wie sich die Parteien entwickelt haben in den vergangenen 7 Jahren. Denn in Niedersachsen gab es in jedem der vergangenen 7 Jahren irgendeine Wahl. Das war eine Bundestagswahl, hier mit B76 angedeutet, Kommunalwahl 77, Landtag 78, dann eine Europawahl 1979, Bundestag 1980, Kommunalwahl wieder im vergangenen Jahr und die heutige Wahl. Und dabei zeigen sich die folgenden sehr interessanten Kurven. Die CDU hat einen kleinen Knick und ist mit 39,8 relativ schwach bei der Bundestagswahl. Hier wird sie von der SPD weit überholt, während bei den Landtagswahlen immer die CDU die besseren Chancen hatte.
Für die FDP zeigt sich nun dieses Bild. Sie ist zweimal aus dem Landtag verschwunden bei einer Landtagswahl und zweimal wieder hineingekommen. Und diese Kurve können wir nun verlängern mit den Ergebnissen von heute. So, die FDP also wieder im Landtag. Es ist natürlich besonders interessant, hier auch auf die Entwicklung der Grünen zu sehen. Die Grünen hatten bisher zwar schon gute Erfolge bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr, im September 1981, wo sie sehr erfolgreich waren. Und hier zeigt sich einmal auf andere Art diese Bewegung und diese Entwicklung zugunsten der Grünen in Niedersachsen. 3,9 waren es vor 4 Jahren. Stagnierende Zahlen auch bei der Europawahl. Die Zahl ging bei den Bundestagswahlen vor 2 Jahren erheblich hinunter. Dann stieg sie wieder an für die Kreistagswahlen und nun also klare 6,1% für die Grünen. Nun aber wollen wir uns doch einige Regionen näher anschauen, zum Beispiel den Raum Oldenburg. Dieser Raum ist deshalb sehr interessant, weil dort die FDP in der Vergangenheit sehr stark vertreten war. Wir wollen sehen, wie sich hier der Spiegel für oder gegen die einzelnen Parteien verändert hat. Die CDU hat hier verloren, immerhin 2,1%. Sie hat hier so viel verloren, wie sie im Landesdurchschnitt eigentlich gewonnen hat. Auch hier hat sie zwar die absolute Mehrheit der Stimmen, aber immerhin Verluste. Die SPD ganz erhebliche Verluste, Verluste über dem Landesdurchschnitt. Und die FDP liegt hier bei 12,9%. Das ist noch mehr als der Landesdurchschnitt für die FDP bei der letzten Bundestagswahl. Ein Gewinn von immerhin 5,2%. Und die Grünen, auch das verrät der Computer, mit 8,4%, ein Plus von 5,3. Man müsste hier die Grünen als die eigentlichen Gewinner in dieser Region Oldenburg bezeichnen. Und eine weitere Analyse ist ganz sicher, man sollte sich anschauen, wie es aussieht in den Regionen, in denen die SPD bisher eigentlich sehr sicher war, in denen sie Hochburgen hatte, in denen sie eigentlich mit ihren Stimmenanteilen immer fest rechnen konnte. Diese Gebiete verteilen sich vor allem auf den Nordwesten des Landes und auf den Süden. Das ist die niedersächsische Städteregion mit Hannover, Braunschweig und Salzgitter. Und hier sind die Zahlen. Hier hat die CDU mehr als im Landesdurchschnitt gewonnen. Sehr interessant zu vermerken. Also auch in den Großstädten hat sie Fuß gefasst. Die SPD hat hier beträchtlich verloren. Die FDP sehr stark gewonnen. Und die Grünen ebenfalls stark gewonnen. Soweit diese ersten Analysen, die uns ja doch besonders aufschlussreich zu sein scheinen für den Ausgang dieser Wahl. Soweit Infas. Hier im Hannoveraner Landtag kommt Wahlabend Spannung bei solchen Zahlen natürlich nicht auf. Für die SPD ist es das schlechteste Ergebnis in Niedersachsen seit der Landtagswahl von 1959. Für die niedersächsische CDU, die einmal unter 20% begann in diesem Lande, ist es die Fortsetzung eines stetigen Aufwärtstrends. Entsprechend ist die Stimmung in der SPD-Fraktion. Man fühlt sich eher bedröppelt, obwohl es wohl kein SPD-Mitglied in Niedersachsen gegeben hat, das an einen Wahlsieg glaubte. Man hatte aber gehofft, der Wähler würde gnädiger mit der alten und neuen Opposition im Landtag in Hannover umgehen. Die Umfrage, die der NDR zu dieser Wahl in Auftrag gegeben hat, weist aus, dass eine Mehrheit der Wähler bei ihrer Entscheidung Bundespolitik für mindestens ebenso wichtig hält wie Landespolitik. Sie zeigt aber auch, dass ein Fünftel der Befragten der Meinung ist, die SPD in Niedersachsen sei schlechter als die Bundespartei. Die Stimmung bei der CDU können wir Ihnen nicht zeigen, die müssen Sie sich vorstellen. Das Fraktionszimmer ist beinahe leer, die meisten Abgeordneten sind in ihren Wahlkreisen. Sieger und Verlierer, meine Damen und Herren, unter einem Dach, unter dem Dach der ARD. Und ich würde mich natürlich dafür interessieren, Herr Ravens zu fragen, was man sich in einem solchen Augenblick zu sagen hat. Nun, sicherlich ist es so, dass die CDU die Wahl gewonnen hat, die SPD hat sie verloren. Ich habe dem Ministerpräsidenten gratuliert. Und ich denke, es war alles in allem ein fairer Wahlkampf zwischen den politischen Parteien, wenn man das nimmt. Und ich denke auch, das ist schon mal ein Wert für sich. Im Übrigen heißt das für mich nach diesem Ergebnis weiterarbeiten. Herr Albrecht. Nun, an Karl Ravens hat es sicherlich nicht gelegen, dass die SPD so stark verloren hat. Aber diese Wahl ist ja gekennzeichnet durch drei
Ergebnisse. Das eine ist der enorme Niedergang der SPD. Ich glaube, dass das auf die Regierungsunfähigkeit der SPD in Bonn wesentlich mit zurückzuführen ist. Das zweite ist das relativ gute Abschneiden der FDP, die in der letzten Phase Stimmen hinzugewonnen hat, wie ich meine, weil sie sich etwas klarer für die Koalition mit der CDU ausgesprochen hat. Und schließlich ist es der überwältigende Vertrauensbeweis für die Union. Und da darf ich vielleicht sagen, und das ist ein Hoffnungszeichen für die gesamte Union in der Bundesrepublik, wenn wir in Niedersachsen ein solches Ergebnis erzielen können, dann können wir es auch in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt. Damit geben Sie mir ein Stichwort, Herr Ravens, ein Wort der Spekulation. Wie lange bleibt Herr Albrecht im Lande Niedersachsen erhalten? Wann geht er nach Bonn? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht, das weiß er nicht und er will sich nicht dazu äußern? Das ist richtig. Eigentlich nicht. Es gibt zwei weitere Gewinner in dieser Wahl. Auch beide sind hier, ich meine FDP und Grüne. Ja, weiter mit dem Interview mit dem Versprochenen mit FDP und Grünen. Wenn die Kamera freundlicherweise nach rechts schwenken würde. Eins kann man, hier sind wir. Gut, da ist die Kamera 3, meine Damen und Herren. Kleines technisches Problem, aber jetzt sind wir auf dem Sender. Ich darf Ihnen sagen, ich glaube, das Thema Koalition mit der CDU, Heinrich Jürgens, ist für die Liberalen in Niedersachsen passé. Ja, ist klarer Beschluss des Parteitages und das werden wir durchhalten. Sie haben einen eigenständigen Wahlkampf geführt, wie wir wissen. Aber Ernst Albrecht sagte eben, Sie hätten Stimmen dazu gewonnen, weil Sie sich für eine Koalition mit der Union ausgesprochen haben. Sehen Sie es ähnlich? Ich muss sagen, das stimmt nicht, denn wir haben uns der CDU wirklich nicht angebiedert. Klare Koalitionsaussage. Ich muss auch sagen, dass die SPD ihre Opposition, die sie gemacht hat, dass wir sie nie anerkannt haben, dass sie resigniert hat. Wir sind den Grünen nicht nachgelaufen. Unsere Arbeit in den 4 Jahren außerhalb des Landtages ist anerkannt worden. Eigenständigkeit, Selbstbewusstsein in dieser Partei. Und ich habe mich eigentlich gefreut, dass ich Hans-Dietrich Genscher heute zum 55. Geburtstag dieses Wahlergebnis auf den Tisch legen konnte. Die Zusammenarbeit im Landtag mit den anderen Oppositionsparteien, Martin Mombauer, wird für die Neuen schwierig werden, insbesondere deshalb, weil sie eine ganz bestimmte Position vertreten, die sich ja klar abgrenzt von CDU, SPD und FDP. Oder aber glauben Sie, dass es in der Oppositionsarbeit da Übereinstimmungen geben wird? Also wir werden ganz konstruktiv vor Ort die Probleme aufgreifen, sie versuchen, in den Landtag einzubringen. Und falls das abgelehnt werden soll, wir aber davon überzeugt sind, dass diese Probleme notwendig sind, werden wir notfalls auch auf der Straße noch demokratische Rechte verwirklichen und nicht nur im Parlament. Das ist wo kamen die Stimmen für Sie her? Ich würde sagen, aus allen Bereichen. Schönen Dank, das war's. Jetzt geht es weiter mit Peter Gatter. Dies ist ein Irrtum, es geht weiter in Hamburg. Flächendeckend abgedeckt, meine Damen und Herren. Das war die Kernaussage für die Grünen in Niedersachsen und Martin Mombauer. Ich glaube, dieser durchgehend gute Trend, abgelöst oder losgelöst von Lüchow-Dannenberg, wo Sie ja eine Hochburg haben, ist wohl der größte Erfolg. Ja, das ist zweifellos der größte Erfolg. Vor allen Dingen aber auch haben die Tatsache, Kontakt mit den Bayern? Dass wir vorher in den Regionalparlamenten arbeiten durften. Das heißt also in Ortsparlamenten und das hat doch einiges dazu beigetragen, dass weitere Wähler mobilisiert werden konnten. Nach 3,9% vor 4 Jahren haben wir Durchbruch. Sie sind drittstärkste Fraktion, immerhin mit 6,5%. Sie haben die FDP, die 5,9% errungen hat, klar abgehängt, Herr Jürgens. Ist das für Sie eher ein Handicap, denn ein Vorteil? Herr Liebl, ja, es ist sicherlich kein Vorteil, dass wir hier Partei sind, Gedächtnis, aber wir werden die Anzahl der Mandate für SPD, CDU, FDP und Grüne 10, so wie 9, wir es geplant haben. Die Grundlage unserer Arbeit wird unser Programm sein, die Schwerpunkte, endgültige die wir Mandate vorhaben, werden aus Hannover abgefragt. Der Erfolg, dass wir wieder in den Landtag einziehen durften, liegt sicherlich in unserer Basisarbeit in den einzelnen Kreisverbänden und Ortsverbänden. Die Sozialdemokraten haben Ihnen vorgeworfen, dass Sie übertaktiert haben, dass Sie eigentlich erst der SPD schöne Augen gemacht haben und sich dann für die CDU entschlossen haben. Würden Sie meinen, dass letztlich die Wechselwähler ausschlaggebend waren, dass Sie wieder im Landtag vertreten sind, obwohl Sie ja nun keine Regierungsverantwortung mittragen werden, da die CDU die absolute Mehrheit errungen hat? Nein, ich glaube, dass gerade unser Wählerpotenzial sich stabilisiert hat, dass unsere Stammwähler größer geworden sind, das haben wir schon bei der Kommunalwahl gespürt und das mit den schönen Augen, das muss ich also schon ablehnen, so schöne Augen habe ich wirklich nicht. Und unsere Einstellung zur Koalition war ganz klar, wir haben vor der Wahl gesagt, keine Koalitionsaussage, wir haben nur dann anhand der Rechenbeispiele, Kommunalwahl, Umfrageergebnisse
natürlich verschiedene Versionen überdenken können. Und da blieb also damals etwas, nur eben diese Möglichkeit mit der CDU bei den letzten Umfragen übrig. Eine Aussage haben wir ja nie gemacht. Das ist auch wiederum eine taktische Variante des Landesvorsitzenden der Liberalen. Herr Mombauer, Sie wollten ja nie eine Koalition mit keiner Partei. Sehen Sie in Einzelpunkten eine Zusammenarbeit mit der FDP und auch mit der SPD dann in der Opposition? Wir wollten von Anfang an keine Koalition haben und wir wollten im Landtag zum ersten Mal eine konstruktive Opposition sein und wir wollten uns vor allen Dingen der Probleme, die regional immer wieder neu auftauchen oder vorhanden sind, annehmen und die in den Landtag reinbringen. Wenn andere Parteien da mit uns zusammenarbeiten wollen, wenn die das auch als ein Problem ansehen, sind wir natürlich punktuell bereit, zusammenzuarbeiten. Schönen Dank und von hier ein Blick in die Fraktion.